Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Willkommen zum Satzer. Vielen Dank an Viva Setu und das JetztTV-Team, die das möglich machen, hier heute. Freue mich sehr, hier zu sein. Ich habe jetzt kein Bild gerade aktuell von Viva Setu, müsste das sein. Sehe ich jetzt kein. Ist kein Bild momentan. Ja, hat jemand eine Frage? Ja, Jens, ich kenne dich erst seit kürzlich eigentlich von dem Interview und ich habe es jetzt nicht mal in Erinnerung. Was bietest du eigentlich gerade aktuell an Satsang und in welcher Form? Im Prinzip auch in jeder Weise. Also ich habe jetzt in Bremen jetzt keine Gruppe mehr direkt momentan. Das war ja ein paar Jahre lang in Bremen regelmäßige Satsang-Gruppe. Das ist momentan nicht. Mal schauen, ob das wieder läuft. Ansonsten mache ich Live-Chats, Satsang-Live-Chats, auch über YouTube zum Beispiel. Dann kann man mich jederzeit anrufen, auch um Termine zu vereinbaren oder auch manchmal sogar für ein spontanes Gespräch. Oder mir Mails schicken mit Fragen, die ich auch dann in Live-Chats beantworte. Ja, ich mache Videos ab und zu, meistens auch mit solchen Inhalten über spirituelle Themen. Ja, ich biete eigentlich Satsang in jeder Form an. Also man kann mich ja auch in Lüneburg besuchen. Hängt nur davon ab, von der Verabredung, wie auch immer. Von der Entfernung natürlich. Ich bin auch gerne bereit, in anderen Städten Satsang zu geben, wenn genug Interesse zusammenkommt. Momentan, ich habe ja nun 2 Jahre, war ich ein bisschen zurückgezogen. Und naja, dann kommt es langsam wieder in Gang. Und hast du irgendwie eine bestimmte Richtung, dass du so auf weit weiter bist und sagst, da ist niemand? Oder bist du da auch offen, dass man dir auch weltliche Fragen stellen kann oder was man jetzt gerade für Probleme hat? Also ich würde schon das so einschätzen, dass ich doch sehr nah am Thema dran bin, eigentlich selbst Verwirklichung, selbst also ja, Selbsterkenntnis, Selbstverwirklichung, Erleuchtung, Erwachen. Also wirklich die Frage, wer bin ich letztlich? Also ich bin da doch schon sehr am Advaita Konzept orientiert. Ich antworte eigentlich auf jede Frage. Es ist nur es kommt immer darauf an, ob das die Antwort ist, die derjenige gerne hören möchte dann. Also auch ich sag mal, wenn jetzt jemand fragt, was hältst du von Fußball oder so, dann ist das ja auch jetzt in dem Moment keine spirituelle Frage. Aber wenn sie im Satsang quasi oder im Live-Chat gestellt wird, in diesem Kontext sozusagen, dann würde ich das durchaus schon auch spirituell beantworten, so eine Frage. Aber man kann mit mir eigentlich über alles reden, nur es ist eigentlich kein Kaffeekränzchen. Ich sehe das schon so, dass ich betrachte Satsang schon als etwas Heiliges, etwas Besonderes. Ich habe damit immer gute Erfahrungen gemacht. Ich biete das im Grunde so konstant eigentlich oder mehr oder weniger konstant seit 2014 an. Ich hatte schon im Jahr 2000 mal angefangen für ein paar Jahre, die ersten 2000er Jahre so bis 2004 mich auch sozusagen gegeben. Ja,
man kann mich eigentlich alles fragen, aber ich freue mich immer am meisten, wenn es direkt um Selbsterkenntnis geht, um die Frage, wer bin ich, wie kann ich glücklich sein, all diese Fragen. Also es muss jetzt nicht immer so direkt um das Thema Erleuchtung gehen. Sind ja auch viele Menschen so auf der Suche nach Erfüllung oder Glück und sind sich vielleicht gar nicht so bewusst, was sie genau suchen. Ja, das zum Beispiel. Und die Frage, wer bin ich, darauf gibt es ja eigentlich keine Antwort in dem Sinne. Wenn ich mir die Frage stelle, warte ich immer auf irgendein Gefühl oder so. Wie erfährst du das? Ich könnte dir jetzt antworten, dass du die Antwort bist auf die Frage, du selbst. Ja, also wenn du diese Frage stellst, dann bist du selbst die Antwort darauf, deine Existenz, dass du existierst, dass du da bist. Und zwar jetzt und hier da bist, so wie du bist. Das ist die Antwort auf die Frage. Aber diese Antwort ist nicht verbaler Natur. Im Grunde ist es so, dass die Antwort das Verschwinden der Frage ist. Ja, diese Frage verschwindet einfach irgendwann, sagen wir mal, in die Bedeutungslosigkeit. Oder ja, es ist einfach nicht, der Verstand erkennt irgendwann, dass er die Frage nicht beantworten kann. Und das Eigentliche, was die Antwort ist, gibt keine verbale Antwort darauf. Es ist die Existenz, die ich jetzt bin, das ist die Antwort auf diese Frage, die ich jetzt bin, jetzt und hier, genau so. Und das gilt eigentlich für jeden Menschen. Das Problem dabei ist, dass über dieser reinen Existenz, die wir alle sind, ist eine Art, ich nenne es mal so Mind Layer, ja, es ist eine Verstandesschicht aus Ideen, aus Vorstellungen, aus Denkmustern. Diese Denkschicht, die verhüllt die eigentliche Existenz, die wir schon jetzt sind. Also das ist so ein bisschen, als würde man ein Tuch über eine Lampe legen, zum Beispiel. Ja, dann wird das Licht dunkler oder verfärbt. Ja, und das ist das, was es vernebelt. Ja, das ist im Grunde das, was sich überhaupt diese Frage stellen lässt. Weil irgendwie im Laufe des Lebens kommt man halt so stark in diese Gedankenmuster rein, dass man ihnen glaubt, dass man anfängt zu glauben, ich bin eine Person, ich bin ein abgetrenntes Wesen. Ich habe einen Anfang und ein Ende. Also mein Körper ist irgendwie so, ja, ich beginne hier und da höre ich wieder auf. So, ja. Und diese ganzen Ideen über dich selbst, also jede Idee, die du über dich selbst hast, und die du glaubst, ist eine Verdunklung der Existenz, die du schon bist. Und wenn du sagst, dass du bist das, also die Antwort bist du selbst, was du jetzt gerade bist, dann bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als mich irgendwie wahrzunehmen mit dem, was hier erscheint, weil ich kann ja nicht mich in irgendwelche Sphären hineindenken. Also ist letztendlich einfach das, was jetzt hier ist oder hier sitzt, ist es ja eigentlich nicht. Aber was bleibt mir anderes übrig, als das wahrzunehmen? Oder habe ich das falsch verstanden? Nein, es geht auch nicht um Wahrnehmung. Es ist einfach, dass du das schon bist, was du bist. So, also du bist es ja schon. Ja, also du kannst sagen, ich bin. Und das fühlst du auch, nehme ich mal an. Ja, das fühlst du ja, ich bin, diese Präsenz, dieses einfache Gefühl des Seins. Ja, das ist ja da. Und wo fängt es jetzt an? Genau da, in dem Moment, wo das nicht reicht, ja, wo dieses dem Denkapparat nicht genug ist, sozusagen, der macht dann was daraus. Da muss es dann mehr sein. Da muss es dann, ja, ich muss doch so und so, ich bin doch ein Mensch, ich bin doch so und so, ich bin dies, ich bin das, diese ganzen Sachen, ja, die sind alle da, es geht nicht darum, irgendwas zu tun. Es geht eher darum, einfach es so zu lassen, wie es ist. Aber das ist wahnsinnig schwer. Das ist genau das, sagt sich leicht und macht sich total schwer. Weil auch wenn ich jetzt
passiv bin und nichts tue, meinetwegen, dann ist es immer noch so, dass ich im Mind, im Verstand diese Erwartungen habe. Ja, dass ich irgendwie denke, wenn ich jetzt ganz still bin, wenn ich meditiere oder irgendwas, ja, wenn ich einfach nichts tue, dann werde ich schon erkennen, wer ich bin. So. Und der Grundirrtum ist schon anzunehmen, dass man etwas erkennen müsste. Deswegen ist dieses Wort Selbsterkenntnis auch so ein bisschen unglücklich. Deswegen sage ich eigentlich lieber Selbstverwirklichung. Weil Selbsterkenntnis suggeriert ja wieder, dass ich da was erkennen könnte. Und das ist gerade nicht der Fall. Es ist nicht möglich zu erkennen, wer man ist. Aber es ist unmöglich, nicht zu sein, wer man ist. Ja, das ist immer dieses, es ist bereits, du bist bereits vollständig das, was du bist. Und es geht einfach um gar nichts. Das ist so schwer zu vermitteln. Und damit sabotiert sich eigentlich der Satz dann auch selber sozusagen, weil es sagen eigentlich, die meisten Lehrer sagen immer, ja, im Grunde kannst du auch, brauchst du auch nicht in Satzang zu gehen oder so. Ja, es gibt keinen Grund für irgendwas Spezielles. Es gibt nichts, was dir deine wahre Natur näher bringen könnte oder weiter weg entfernen könnte von dir, weil es eben keiner, du kannst dich nicht von deiner Natur entfernen. Alles, was passieren kann, ist dieser Eindruck, etwas anderes zu sein, als du bist. Dass der Eindruck, begrenzt zu sein, irgendwie definiert zu sein. Das ist das, was das einen suchen lässt. Und das Perfide daran ist, dass der Versuch, dann da was zu erkennen oder was da irgendwas zu realisieren, dass genau das die Illusion verstärkt wiederum. Ja, deswegen haben wir auf viele Lehrer immer gesagt, sei einfach still, sei still, tu nichts, weil es gibt nichts zu tun in diesem Sinne. Ja, sei was du bist. Jetzt habe ich gerade ja kein Bild. Von mir, oder? Ja, genau, jetzt. Okay. Jetzt. Also dieses so sein lassen, wie es ist, ich habe immer das Gefühl, das gelingt am besten, wenn man halt in Stille sitzt. Aber es müsste einem ja auch gelingen, wenn man gerade in Action ist oder irgendwas gerade nicht so läuft, wie es laufen soll. Und da finde ich es immer schwierig, dann dahinter zu blicken und zu sagen, okay, es ist, wie es ist, weil dann ist man ja doch sehr involviert irgendwie, ne? Ja, so wie du es gerade gesagt hast, so, es fällt dir schwer, so da was zu, dich da zu nähern oder so. Aber genau das ist schon der Irrtum, weißt du, weil du bist da gar nicht weg von dir selbst sozusagen. Es ist eher so, dass wir eigentlich ständig, wir sind das Absolute immer und jede Idee, jeder Gedanke führt dich weg davon. Zumindest jeder Gedanke, den du glaubst und den du nachgehst. Ja, der führt dich weg davon. Also du sitzt sozusagen immer am wärmenden Feuer, ja, der Weisheit oder der Wahrheit, sagen wir mal, oder der Liebe, an diesem Feuer sitzt du immer. Aber du kommst dauernd auf Ideen, ach, ich muss doch nochmal das holen gehen, ich muss nochmal dahin gehen, ich muss nochmal weg vom Feuer. Dann gehst du los und holst irgendwas, dann wird dir kalt, dann willst du wieder zurück und dann gehst du wieder zurück. Ja, also das ist, du bist das schon immer. Und diese ganzen Ideen, dass man da irgendwas mitmachen müsste, die führen alle in die falsche Richtung. Und das Perfide ist, dass man nicht einfach aufhören kann, irgendwas zu tun. Du wirst immer, das Leben ist Bewegung, der Körper bewegt sich, die Gedanken kommen und gehen, das ist normal. Ja, so ist das Leben und es wird immer so weitergehen. Und in dem Moment, wo ich aber was von meinen Gedanken oder von meinen Gefühlen, von meinem Innenleben sozusagen erwarte, dass mich das irgendwie glücklich macht oder dass ich da was entdecken muss, bin ich in dieser Falle, dass ich das jetzt, was jetzt schon ist, nicht voll, ja, ich entferne mich dann davon in dem Moment. Ich wende mich ab, weil ich ja sage in dem Moment, das sollte irgendwie anders sein. Also ich muss da erst noch was erkennen, ich muss erst noch erwachen oder so. Oder ich muss erst noch mich reinigen, ich muss erst noch, weiß ich nicht, meditieren oder ja, ich muss psychologisch heilen, ich muss meine Traumata bewältigen und, das muss ich doch alles zuerst machen. Man hat so einen Plan oder eine Idee davon, wie das gehen könnte. Und das sind all diese Vorstellungen, die das vernebeln, was du bist. Und da kommt man eigentlich,
das Letztendliche kann ich nur sagen, ist loslassen. Ja, das, und das kann man nicht tun. Das, das Loslassen selbst, diese Technik sozusagen, ist ja auch eine Technik, die musst du in Gottes Hand legen, sozusagen. Du musst, oder in das, woran du glaubst. Wenn man an die Liebe glaubt, dann legt man sie in die Hände der Liebe oder wie auch immer. Wahrheit, man kann es nennen, wie man will. Ich sage schon ganz gerne Gott, irgendwie ist aber der Begriff ist ja auch, wird ja sehr verschieden verstanden. So. Also du legst es letztendlich in die Hände Gottes. Ja, du gibst es ab. Du sagst am Ende, ich weiß nicht mehr weiter oder ich kann es auch nicht wissen, wann ist es der richtige Zeitpunkt für mich, sag ich mal, mein Ego zu transzendieren oder wann ist dieser Zeitpunkt, wo ich Klarheit endlich habe. Das kannst du selber ja nicht wissen, wann das gut für dich ist. So, weil das sind so, das hängt auch damit zusammen mit körpereigenen Energien, Kundalini-Energie zum Beispiel. Das braucht, also ich glaube, das braucht viele Jahre der Vorbereitung, damit diese Energien dann keinen Schaden anrichten, wenn die dann kommen. Das ist nämlich dann so, dass ab einem gewissen Punkt auf diesem sogenannten Weg, der ja gar keiner ist irgendwie, aber doch ja irgendwie in der Zeit passiert, dieser Weg, ja, kommt irgendwann dieser, kommt so ein Punkt, wo Ekstasen auch kommen, ja, wo du spirituelle Erlebnisse hast, wo du transzendent oder transzendentale Erlebnisse hast, ob du meditierst oder nicht oder wie auch immer, wie du die erzeugst, ist egal, ja, das ist egal. Und dann, das macht was mit dir dann. Das ist, es gibt auch so zum Beispiel, ich habe schon gehört, es gibt Kundalini-Traumen. Ja, es gibt Menschen, die haben Schäden erlitten davon. Und ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Ich bin, als ich 23 war, als ich meinen Guru getroffen habe damals, habe ich so eine Erfahrung machen dürfen. Und die war sehr, sehr intensiv und die löste dann zum Schluss Todesangst aus. Und dann wurde es von mir genommen so. Ja, dann war das wieder weg. Aber wenn das jetzt so mit Gewalt weitergegangen wäre, dieser Zustand, dann wäre ich vielleicht durchgedreht in dem Moment. Ja, und das ist alles so ein bisschen, was ich jetzt sage, das ist vielleicht ein bisschen widersprüchlich alles, aber das ist alles so ein Teil von dem Ganzen, kann das sein. Ja, bei jedem Menschen ist das auch anders. Also, bei dem einen Menschen passiert dies, beim anderen das. So, das kann man nicht verallgemeinern. Ich kann nur von dem ausgehen, was ich so erlebe oder erlebt habe. Und das vergleichen mit Geschichten von anderen Lehrern oder Menschen, die da meinen, was erkannt zu haben. Und da gibt es gewisse Parallelen, die sind schon da. So, aber das ansonsten ist es eigentlich sehr individuell. Ja. Und dieses Loslassen, was du erwähnt hast, das ist ja dann eigentlich ein Sich-Lösen von der Vorstellung, zum Beispiel, ich muss noch erleuchtet werden oder so. Genau. Aber ich glaube, gerade dieser Gedanke, also bei mir jedenfalls, ich glaube, der wird mich nicht verlassen bis zu dem Punkt, wo es dann nicht mehr nötig ist, den zu haben. Also irgendwie bleibt ja doch immer eine gewisse Erwartung. Ich gehe ja auch weiter zum Satsang. Also, also ganz ohne Erwartung geht es ja dann auch nicht oder irgendwie Ziel. Ne? Ja, also ganz wichtig ist erstmal, dass man ehrlich zu sich selber ist. Das ist das Allerwichtigste. Und um ehrlich zu sich selbst zu sein, muss man auch ehrlich zu den anderen Menschen sein, möglichst. Deswegen ist das eine wichtige Sache. Also ich bin hier kein Moralapostel, aber ich kann nur sagen, was mir geholfen hat. Und mir hat die Kraft oder die Kraft der Wahrheit hat mir geholfen. Ich habe das schon früh mir angeeignet, dass ich so wenig wie möglich in dieser Welt überhaupt auch gegenüber Behörden und so, also wirklich so wenig wie möglich da irgendwie nicht die Wahrheit sage, sondern also ich versuche immer, die Wahrheit zu sagen. Wenn es nicht geht, manchmal geht es nicht, dann ja, dann versuche ich zu schweigen. So, ja, das ist aber sehr, sehr selten so. Und ich habe dadurch erlebt, dass ich dadurch auch, dass es mir leichter gefallen ist, meine Selbstlügen, meine eigenen Lügen. Und das sind die gefährlichsten Lügen, wenn man sich selber belügt. Ja, das ist das am schwersten zu durchschauen. Ne? So, man hat aber eine Chance, dass immer besser zu durchschauen, je ehrlicher man auch mit allen anderen Menschen ist. So, das ist schon mal ganz wichtig. So, und wenn man dann diese Qualität hat, dass man so, ja, wie soll man sagen, ehrlich in sich reinschauen kann, dann kann man das
nutzen. Wie war nochmal die Frage? Was hattest du gesagt? Ich bin nicht so ein bisschen abgekommen mit der Ehrlichkeit. Also, dass diese Erwartung, ich muss noch erleuchtet werden, doch eigentlich bis zuletzt bleibt. Und wenn man sich jetzt aber davon löst, ich weiß es auch gar nicht mehr so genau. Also man muss sich davon lösen, von der Erwartung, aber gleichzeitig bleibt sie ja doch, man geht ja schließlich auch weiter zum Satzang. Und ich denke, du wolltest vielleicht darauf hinaus, dass die Wahrheit, also ich nenne es mal die übergeordnete Wahrheit, dann ab einem bestimmten Punkt vielleicht für einen arbeitet, sage ich mal. Ne? Die arbeitet immer für dich, immer. Also immer. Ja, das auf jeden Fall. Also das ist immer alles Wahrheit. Denn es gibt nur Wahrheit. Ja? Also ich rede jetzt nicht von das, was ich gerade gesagt habe, für den Weg ist es die relative Wahrheit. Ja? Die wirkliche Wahrheit ist immer wahr. Also das ist, da ist auch die Lüge enthalten, sage ich mal sozusagen. Das ist auch Teil der Wahrheit sogar. Ja? So, und letztlich das Loslassen, das ist ja eben, das Loslassen muss so vollständig sein, dass ich ernsthaft diesen Wunsch nach Erleuchtung, nach Erlösung, Leidfreiheit, diesen Wunsch, den muss ich an Gott abgeben. Also den muss ich wegkriegen irgendwie. So. Und du hast was Interessantes gesagt, weil du hast vorhin gesagt, wenn das nicht mehr nötig ist. So. Das ist eigentlich niemals nötig. Ja, das ist ja das Verrückte, jetzt glaubst du, dass es nötig ist und weil du das glaubst, dass da irgendwas losgelassen werden, weil du glaubst, dass da muss was losgelassen werden, hat das auch eine Wahrheit für dich. Das macht nur dein Glaube daran. Aber diesen Glauben kann man eben nicht so mal eben abschalten. Das ist genau der Punkt. Und das hast du ganz richtig gesagt. So. Und deswegen kann ich nur empfehlen, alles, was einem, also erstmal die Ehrlichkeit, da muss man immer gucken, ist es wirklich. Manchmal ist es ja auch so, dass man dann glaubt, vielleicht bin ich ja jetzt doch schon erwacht oder vielleicht ist das ja jetzt alles gut. So, manchmal gibt es Phasen, wo sich das vielleicht sehr gut anfühlt. Ja, und da braucht man diese Fähigkeit, dass man sich da nicht selber reinreitet in irgendeine Idee. So, ja, und damit überprüfst du das immer. Ja, damit überprüfst du, wenn du jetzt denkst, Mensch, jetzt, boah, das fühlt sich so gut an, das ist doch bestimmt, das ist bestimmt die Erleuchtung oder das ist bestimmt Erwachen, so muss das sein, so, ne? Und dann, das Wichtige ist dann, dass man damit auf dem Teppich bleibt, sozusagen. Ich sage das deshalb, weil mir das so oft passiert ist. Auf meinem langen Weg, der ja 1988 so richtig begonnen hat mit dieser Initiation, ja, seitdem bin ich auf diesem Erleuchtungstrip. Seitdem gibt es für mich nichts anderes mehr als Erleuchtung. Sowohl erst ging es ja nur um mich, um meine eigene Erlösung und jetzt in den letzten Jahren auch dann immer mehr, geht es dann immer mehr darum, dass das, was man weiß, das, was man für sich wirklich, wirklich realisiert hat, auch weiterzugehen. Dann. Und ich bin so oft da reingetappt in dieses Fettnäpfchen, so zu früh zu glauben, jetzt ist es schon, das ist es so. Ja? Und deswegen ist diese Ehrlichkeit so wichtig. Weil man kann da so, es ist schon, selbst ich bin, obwohl ich so ein ehrlicher Mensch an sich bin, ich möchte mich mal wirklich als ehrlich bezeichnen, also insgesamt bin ich schon ein ehrlicher Mensch, würde ich sagen. Soll kein Eigenlob sein, so, aber ich sehe es eben so. Selbst für so einen Menschen wie mich, ja, ist es trotzdem wahnsinnig schwer, das da so die Fallen zu vermeiden. Ja? Weil das speziell auf meinem Weg war es so, dass ein Weg der ganz langsamen Transzendenz war, so über viele Jahre. Im Grunde kann ich sagen, so der ist ja eigentlich nie vorbei, aber so das Eigentliche ist jetzt, sag ich mal, der Drops ist gelutscht, so das Wesentliche. Was jetzt noch kommt, ist mehr so automatisch, sagen wir mal so. Das läuft einfach so automatisch. Das sind die Gedankenmuster, die sich auflösen noch. So, nicht? Da ist es dann immer, dass man so plötzlich wieder. Ach, so habe ich das ja immer gemacht und dann stellt man auf einmal fest, Mensch, nee, das passt ja gar nicht mehr so. Ja, und also da passiert noch so ein bisschen was. Aber ansonsten, also der hat 34 Jahre hat das gedauert bei mir. 34 von der Initiation, wo es wirkt, also es war wie so ein Startschuss damals mit dem Guru. 34 Jahre bis jetzt quasi. So, und immer wieder zwischendurch
Es ging also so scheibchenweise, immer so, man könnte sagen, so alle 10, 12 Jahre so, passierte da eine Veränderung dann plötzlich, eine transzendental, also das ist, und das blieb dann auch. Das war dann dauerhaft. Und dann habe ich mal gedacht, Mensch, das muss es doch sein, das ist ja schon so, ich fühle mich so gut und es ist alles so leicht. Und das ist halt auch so, dass die Freiheitsgrade höher werden. Man erkennt auf einmal so, das zieht mich gar nicht mehr runter so. Oder ja, das kann mich gar nicht berühren, ich bin frei, ich bin irgendwie frei davon. So, das erlebt man richtig so. Ich habe da mal so eine Szene erlebt mit einer Frau, die hat dann so für einen Mann was Beleidigendes gesagt, sage ich mal jetzt, ohne das zu wollen in dem Moment. Und das ging so durch mich durch. Und das war ein völlig, völlig verrücktes Erlebnis, weil ich habe so richtig erwartet, oh, jetzt müsste Schmerz kommen, irgendwie, weil mein männliches Ego gekränkt war irgendwie. Und dann war da einfach nichts irgendwie. Da war kein Schmerz, so, da war auch kein Ego. Da war in dem Moment einfach nur so ein Wundern. So ein, sie sagt was und ich lache drüber irgendwie so und es war gar nicht schlimm so. Und noch vor ein paar Monaten davor hätte ich so, Gott, oh Gott, was ist das denn los? Ne? Wie peinlich oder wie schrecklich oder so. Ja, und das ist so, dann kann man leicht auf die Idee kommen, das war's jetzt. So, das ist ja so genial, ich bin so losgelöst schon. Und das Problem ist aber, dass man ja, die Inder wissen das ganz gut, dass man aus mehreren Körpern besteht. Also wir haben nicht nur einen grobstofflichen, materiellen Körper, sondern auch einen feinstofflichen oder auch Astralkörper, kann man sagen. Und wir haben auch einen Kausalkörper, man könnte sagen, das ist der höchste Körper, der Seelenkörper, Kausalkörper. Ja, das sind also drei Körper, im Großen und Ganzen sind es drei Körper. So, und diese drei Körper, die wollen alle transzendiert werden. Das sind quasi drei Egos, wenn man so will, oder drei, ja, wie soll man es sagen, drei Ego, ja, Ausdehnungen, könnte man sagen. Ja, das Ego dehnt sich immer weiter aus. Erst dehnt es sich dann auf das Feinstoffliche aus. Das fühlt sich dann schon so gigantisch an, dass man so, boah, das ist ja, ich bin frei, denkt man dann. Dann dehnt es sich nochmal in den Zeugen dann aus. Es ist auch Zeugengebaren, kann man sagen, dieses Wahllose, also dass man keine Wahl mehr hat. Das ist der Zeuge, der immer einfach Zeuge ist, unabhängig von wach. Also es ist auch egal, ob man schläft. Das heißt nicht, dass man wach ist im Tiefschlaf. Ich sage das gleich dazu, weil da immer so leicht der Eindruck entsteht. Das bedeutet, also das Zeugengebaren bedeutet einfach, dass man ununterbrochen, dass man das Gefühl hat, dass Zeit eigentlich keine Rolle spielt und dass man ununterbrochen existiert, sozusagen. Dass da keine Unterbrechung mehr ist. So. Und während ich da so langsam reinwuchs in diese verschiedenen, während sich das Ego immer weiter ausdehnte, dachte ich jedes Mal, wenn ein Transzendenzschritt war, dachte ich, Mensch, das ist es doch jetzt wieder. Ne? So, das muss es sein. So. Und es war aber immer noch nicht das Ganze so. Und das ist so leicht, da da sozusagen sich falsch einzuschätzen. Auf der anderen Seite steht natürlich dieses immer Denken, dass was fehlt. So, es fehlt mir was. Ich habe die Idee, ich brauche Erwachen oder ich brauche Erleuchtung, um glücklich zu sein. Und diese Ideen sind so mächtig, dass sie für denjenigen, der sie hat, dann auch eine Konsequenz, eine gefühlte Konsequenz haben. Indem ich einfach mich vielleicht schlecht fühle oder irgendwie, ja. Und das verstärkt dann wiederum diesen Ego-Mechanismus. Das verstärkt wieder die. Nur mal kurze Zwischenfrage, diese Transzendenzschritte, wie du es nennst, also wenn sich das ausweitet, sind die auch, geht das auch rückläufig oder ist das dann, bleibt es dann auf der Ebene? Und man nimmt es vielleicht manchmal einfach nur nicht so gut mehr wahr. Weil ich kenne das auch, ich habe auch ab und zu Phasen, wo alles sehr klar ist und frei und dann geht es aber doch wieder zurück. Und irgendwie habe ich auch mal jemanden sagen können, wenn man mal einen gewissen Level erreicht hat auf einer Energieebene, dann bleibt es eigentlich auch so. Oder geht es auch, kann das auch wieder rückläufig werden? Das geht beides. Also es gibt beide Szenarien, sag ich mal. Es gibt immer so kurzzeitige Transzendenzen, sag ich mal, so, die dann auch wieder zurückgehen, die dann wieder nachlassen, weggehen. Und es gibt Plateauphasen sozusagen, wo das dauerhaft dann irgendwann so bleibt. So, ja, das schwankt dann vielleicht nur noch so ein bisschen so, mal ist es mehr, mal weniger, aber im Großen und Ganzen bleibt man da dann in dieser, das, so wie ich es jetzt beschrieben habe,
wenn das über so viele Jahre läuft. Ich habe so erlebt, dass das nicht mehr rückläuft, nicht zurückgehen kann. Aber ich habe auch erlebt, dass bei mir war das immer, von 88 ging das bis 2000, die ersten 12 Jahre, ja. Und da waren in den letzten 2 Jahren, von 98 bis 2000 bei mir, da waren so schon ansatzweise so Gefühle von Einheit, so von Egolosigkeit. Also das hatte ich mal, ich kam in der Kneipe so die Treppe runter da, von oben, vom oberen Stockwerk nach unten. Und während ich die Treppe runterging, war für ein paar Sekunden dieses normale Ego vollkommen weg. Irgendwie, da war ich wie so eine leere Hülle, die da nur so, und dann habe ich mich gewundert und dachte, was war das denn jetzt? Und dann hatte ich so gedacht, Mensch, das ist bestimmt sowas wie Erwachen, so fühlt sich das bestimmt an. So. Und da war es aber nur so ein paar Sekunden. So, und das war so ein paar Monate, bevor das dann dauerhaft irgendwann dann überging in so ein dauerhaftes, erweitertes Gewahren, so, was sich dann so egolos anfühlte, was aber dann noch ein subtileres Ego eben hatte. Das hatte ich ja schon angedeutet eben. So, und tja, witzig, jetzt bin ich wieder raus. Ich weiß es auch gerade nicht mehr. Wenn ich zu lange Sätze bilde, dann vergesse ich immer den Anfang vom Satz. Ja. Kann passieren. Nur noch eine Frage, wer war dein erster Lehrer und vielleicht möchte dann jemand anders auch noch was sagen. Ja, mein erster Lehrer ist auch der letzte Lehrer sozusagen, weil ich hatte eigentlich nur, ja, da muss ich ein bisschen differenzieren, also der eigentliche, wirkliche Satguru, der Herzensguru, das war immer Satya Sai Baba. Und das ist er auch immer noch. Er ist zwar schon längst tot, aber die Stelle nimmt auch niemand anders mehr ein, so in diesem Leben, sag ich mal jetzt. Und ich hatte dann so von Advaita, von der Geschichte her, womit ich dann 1998 so mich dann über Bücher hauptsächlich beschäftigt habe, zuerst Bücher. Da hatte ich Ramesh Palsekar auch. Ich bin sehr beeindruckt gewesen von Nisargadatta Maharaj und auch natürlich von Ramana Maharshi. Aber das sind jetzt nicht meine Lehrer gewesen. Das sind mehr so, das waren Inhalte oder Sachen, die gebracht haben. Dann über die Bücher. Also ich habe die leider live, von den dreien keinen live gesehen. War mir nicht vergönnt. Ich habe nur die Bücher gelesen und was ich gelesen habe, war eben sehr inspirierend, hat mir auch sehr viel gegeben. Aber das eigentliche war wirklich der Satya Sai Baba. Das war der war immer, das ist eine Verbindung. Das ist eine, die ist einfach da und die bleibt. So habe ich das erlebt. Ja. Ja, jederzeit. Also von anderen Leuten auch. Ist denn noch jemand, der irgendwas fragen will? Jens, ich hätte eine Frage, die so ein bisschen deine Geschichte betrifft. Da kannst du ja entweder darauf antworten oder nicht. Wir kennen uns ja schon viele Jahre und ich habe dich eigentlich immer so als Beziehungsmenschen erlebt. Also du hattest immer eine Partnerin. Mich würde einfach interessieren, ob sich da was verändert hat oder ob das immer noch so ist oder wie du das jetzt siehst. Oder ja, danke. Ich bin seit Anfang 2019 lebe ich allein. Ich war mit Christina zusammen so lange bis 2019, bis Anfang, also bis Ende 2018 genauer gesagt. So, und seit 2019 jetzt bin ich allein die Zeit. So, ja. Und ich habe auch so wenig, sag mal, relativ wenig Kontakt so zum anderen Geschlecht so gehabt in der Zeit. Und hat mich auch ein bisschen überrascht so. Ist momentan nicht so, dass ein Mangel da wäre. So, sagen wir mal so. Ich hätte nichts dagegen, aber es ist, ich fühle mich auch so ganz gut. Und eigentlich hat sich so grundsätzlich da nicht so viel dran geändert. Früher habe ich noch mehr geglaubt, dass ich das bräuchte irgendwie so oder dass es wichtig ist für mein Wohlbefinden. Jetzt ist es auch okay, allein zu sein so. Weiß ich nicht. Hast du so Beziehungen immer auch als Chance zum Wachsen erlebt? Also
weil der andere, der drückt einen ja auch die Knöpfe oder spiegelt einen und so. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ganz besonders intensiv habe ich das so empfunden mit meiner letzten Partnerin. Da habe ich wirklich das Gefühl gehabt, so über lange Jahre dachte ich auch, dass ja, das wird wahrscheinlich, sag mal, lebenslänglich so, im positiven Sinne. Und da habe ich dann auch so richtig das gesehen, so dieser psychische Mechanismus, dass man durch den anderen, dann weil man integriert ja durch den Kontakt zu dem anderen, integriert man ja auch das, was der andere repräsentiert, ein Teil davon, was man eben integrieren will. Und das ist auf jeden Fall ein Weg, das ist ein spiritueller Weg auch. Man könnte sagen, der Weg der Ehe, so, sozusagen, ja. Da kann man sich genauso, man kann genauso das Bewusstsein erweitern dadurch, wie mit anderen, auf anderen Wegen, ja. Und hast du mal so in Richtung Tantra experimentiert? Für mich persönlich eher weniger. Ich finde es aber sehr interessant und das könnte noch mal eine Rolle spielen bei mir so. Also nicht bei mir persönlich, aber vielleicht so auch um, ja, wie soll man das ausdrücken, weiterzugeben, um ja, als erweiterte Form von Satz sagen oder so, ich weiß es nicht. Ja, ich habe da noch so keine festen Ideen so dazu. Ich finde es eine sehr spannende Sache. Also was ich auf jeden Fall in der Zeit des Lockdowns sehr intensiv erlebt habe, waren feinstoffliche Ekstasenerfahrungen, die ich also mit mir selber quasi gemacht habe, beziehungsweise ich sag dann ganz gerne mit der großen Shakti, mit der unverkörperten Shakti sozusagen. Und das ist sehr tantrisch gewesen, obwohl ich dabei ganz alleine war. Sehr ekstatisch, sehr tantrisch. Der eigentliche Tantra, würde ich schon sagen, ist dann schon gar nicht schlecht, wenn man noch einen Partner hat. Und das finde ich auch, würde ich gerne auch mal ausprobieren, ja, sicherlich. Habe ich aber noch nie, also ich bin jetzt da nicht so ein Tantra-Lehrer oder so, das kann ich nicht behaupten. Ja. Also das, aber ich würde mal gerne damit ein bisschen rumexperimentieren, auf jeden Fall. Weil ich glaube, es ist ein sehr gutes Mittel auch ist, um gerade die Laster oder das, was sonst so nicht so gut, wir erweitern jetzt mittlerweile unser Bewusstsein für immer mehr Dinge, wird immer weniger illegal sein und so, ja. Diese ganzen Sachen, die man sonst, der klassisch spirituelle Weg ist ja eher so, dass immer gesagt wird, Meditation, Askese, Verzicht und so weiter. Und Tantra ist ein idealer Weg, wenn man eben nicht so ein Mensch ist, der sich gerne beschränkt, sondern eher so ein, ja, so ein Lebemensch ist, wenn man gerne ja, Dinge genießt einfach, wenn man genießen kann auch, dann ist Tantra eine sehr interessante Geschichte, weil dadurch integriere ich einfach das, was sonst eher als schädlich gesehen wird. Ich integriere das, ich integriere die Ekstase. Und mache sie zur Triebkraft der Erkenntnis, der Selbsterkenntnis. Ist das jetzt schon das, was du jetzt für Tantra als typisch, also wie du das als typisch beschreiben würdest? Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, ohne jetzt allzu viel davon zu verstehen, so von dem Konzept, sage ich mal. Also ich habe mich ja nicht eingelesen in dem Sinne da. Bin immer so ein Praktiker. Ich probiere gerne Sachen aus. Und was ich so selber erlebt habe, ist es auf jeden Fall, ist der Kernpunkt wirklich die Integration des sonst Abgespaltenen. Ja, so würde ich sagen. Sonst spaltet man das eher ab oder sagt, lass es lieber, ist schädlich oder so. Tantra sagt, ja, muss ja nicht viel nehmen, sagen wir mal, ein kleiner Schluck Wein, ein kleiner Bissen Fleisch zum Beispiel oder ja.
die körperliche Vereinigung oder die sexuelle Vereinigung eben nicht rein biologisch sehen, sondern eben in einem höheren Sinne begreifen. Das wandelt sozusagen das, was mich sonst, es wird ja auch sehr auf den traditionellen Wegen empfohlen, sexuell enthaltsam zu sein. Das Brahma Sharia im Hinduismus oder auch das Zölibat im Christentum, diese ganzen Sachen. Das ist der eine Weg und der andere ist es eben zu integrieren und sich die Kraft davon zunutze zu machen. Das würde ich schon sagen, ist der Kern, so wie ich es verstehe auf jeden Fall. Ja. Du hast auch erwähnt, dass du dich eigentlich so auch so in Richtung Non-Dualität siehst. Was bedeutet für dich Non-Dualität? Dass es nur das gibt. Es gibt nur das. Nur das. Und das ist nicht so mit aber oder so, sondern das ist ohne aber. Es gibt nur das. Nur das Absolute, nur das, nur die reine Wahrheit. Es gibt nichts anderes. So, und was bin ich dann? Ja, wer bin ich dann, wenn es nur die absolute Wahrheit gibt? Wer kann ich dann noch sein, wenn es nur die Wahrheit gibt? Wenn es, oder ganz platt oder ganz direkt gesagt, wenn es nur Gott gibt, wenn nichts außerhalb von Gott existiert, nichts getrennt von Gott ist, wer bin ich dann? Ja, das ist dieser entscheidende Punkt. Deswegen ist diese Frage, wer bin ich, dazu zielführend. Weil sie genau das ja damit einbindet, die Erkenntnis oder dieses, man fängt an mit einem Konzept, dass man lernt, es gibt nur Gott. So, also wenn es nur Gott gibt, wer bin ich dann? Wer ist dieses Ich, was sich getrennt fühlt? Wie kann das sein, dass ich mich getrennt fühle von Gott, wenn es doch nur Gott gibt, wenn es nur das gibt? Wie kann ich getrennt sein davon? Das ist für mich Non-Dualität. Also dieses Wissen, was wirklich, ja, was mehr als ein Wissen ist, was eine Existenz ist. So, dass es nur das gibt und nicht aus Versehen was anderes oder irgendwas gibt, was sich dahin entwickeln müsste oder was es verloren hätte. Ja. Und reicht also dieser Hinweis, den du ja jetzt quasi gerade auch gegeben hast, reicht das, um Menschen dahin zu führen, das zu erkennen? Es kann reichen, aber das erfordert, glaube ich, jemanden, der dann schon selber einen langen Weg zurückgelegt hat. So, das ist ja nur noch der letzte Funken so. Also das, ich kann da nur sagen, was ich da auch, da muss ich wirklich von Dingen reden, die ich bei anderen Leuten oder über andere Leute gelesen habe. Und alles, was ich da erfahren habe, ist, dass es gibt suchende Menschen, wo das gereicht hat. Der bloße Hinweis darauf, wenn er mit genug Energie oder mit der entscheidenden, mit einer gewissen Autorität auch vorgetragen wird, dann kann das reichen. Das hängt von dem Menschen ab, der das hört. So. Und vielleicht auch mit der Resonanz, die derjenige, der fragt oder der zuhört, eben mit demjenigen hat. Ne? Also daraus entsteht ja die Autorität, wie du es genannt hast. Dadurch, dass ich, sag mal, jetzt zu dir Resonanz habe oder spüre oder einfach da ist, wobei ich natürlich nichts habe, sondern es passiert einfach. Dadurch bekommen das, was du sagst, Gewicht, ne? Für mich zum Beispiel. Also erlebe ich so. Mhm. Genau. Da kann man keine Patentrezepte geben, was nun wie wem helfen könnte. Ja, das ist einfach, das wird sowieso, was passieren soll, das passiert sowieso. Ja, das ist, hört sich jetzt blöd an, das sagt ja jeder letztlich. Es ist aber so, ja, im Grunde kann man sagen, dass das, weil Raum und Zeit ja selber eine Illusion sind, ja, kann man eigentlich sagen, dass das alles schon da ist. Also es ist jetzt schon vollständig da. Ja, weil dieses Ganze, diese Idee, dass sich da was entwickelt irgendwie,
Das ist ja alles in dem raumzeitlichen Denken. Ja, und das, was da passiert, in dem raumzeitlichen Denken, das hat auf mich selbst, auf das, was ich wirklich bin, ja überhaupt keinen Einfluss. So, das ist der Knackpunkt. Ja, weil man wacht morgens auf und glaubt, Mensch, heute passiert vielleicht was oder ja, oder morgen oder wie auch immer so und erwartet dann das oder so oder wie auch immer, ja. Und in dem Moment, wo ich aber als aufwache, im Wachzustand, also morgens als ich aufwache und mich dann getrennt fühle von der Welt, in dem Moment bin ich ja schon in meinem Traum. Bin ich schon in diesem Traum, ich bin getrennt von der Welt, ich bin was anderes. So. Und dann versuche ich in dem Traum die Lösung zu finden. Für den Traum, also für das Problem im Traum, denn es ist ja nur ein geträumtes Problem. Ja, im Schlaf, im Tiefschlaf hast du das Problem nicht. Da ist kein Denken und kein Fühlen da, es fehlt was. Oder ja, ich müsste was erkennen oder so. Im Schlaf ist das alles nicht da. So, und deswegen ist es kein Problem. Dann wacht man auf und das Problem ist da. Und dann versucht man das im Wachzustand zu lösen. Was nicht geht, weil es ja in diesem Traum ist. Also man kann eigentlich nur sagen, die Situation ist ausweglos. Ja, das ist die negative Botschaft. Die Situation ist absolut hoffnungslos, weil man kann ja alles, was man tun kann, könnte, ist ja in diesem Raum-Zeit-Kontinuum. Was anderes haben wir ja nicht. So, also kann nichts getan werden. Die gute Nachricht dabei ist, es braucht auch nichts getan zu werden. Und in dem Moment, wo wirklich nichts getan wird, ist es perfekt. Ja, in dem Moment ist es schon, ist es auch fühlbar in dem Moment, wo nichts getan wird, wo wirklich nichts getan wird. Das sagt sich leicht, ist aber, passiert selten, dass nichts getan wird. Weil meistens sind Gedanken da, passiert was im Bewusstsein. Ständig sind Inhalte da, die ablenken, zieht mich weg von dem, was ich bin. Aber wer bin ich? Wer sieht das alles? Wer nimmt die Gedanken wahr? Wer sieht, was gesehen wird? Wer hört, was gehört wird? Ja? Ja, und wie ist das mit den Anwendungen von Praktiken? Also eben wie die Frage, wer bin ich? Oder es gibt ja da ganz viele Praktiken. Also ich habe in meinem Leben die Erfahrung gemacht, dass manchmal über Jahre lang eine so eine Praktik quasi aktuell war, die dann auch oft passiert ist. Also habe ich natürlich manchmal auch das Gefühl gehabt, das zu machen, aber im Grunde ist es dann halt immer wieder gekommen, von mehr oder weniger auch dann von alleine. Und dann mal wieder jahrelang vielleicht auch oder längere Zeit eine andere Praxis oder Praktik. Das gibt mir nicht das Gefühl, man kann nichts machen. Also das ist ja auch im Grunde eine Handlung, wenn man sich selber fragt oder andere Praxisen. Das ist scheinbar ein Widerspruch, genau, aber es ist eigentlich keiner, weil alles was überhaupt alles, was wichtig sein könnte, das passiert, das wird geschehen. Also was für dich eine Relevanz hat, das geschieht irgendwann, das wirst du einfach machen oder du fühlst dich angezogen davon, es gibt dir ein gutes Gefühl und du machst es immer wieder so. Und da könnte man dann sagen, irgendwann später, ja, das hat wahrscheinlich dazu geführt, dass ich so und so dann das erkennen konnte oder ne, das war wichtig deswegen und so weiter. So, vielleicht ist da so die Idee, später könnte man das sehen. Ich kann rückblickend euch bei mir nur sagen, alles spielte eine Rolle, aber es hat nicht das, es bringt nicht Befreiung, es bringt nicht Erkenntnis, es bringt nicht Selbsterkenntnis, aber es hat alles trotzdem eine Rolle gespielt. Man könnte sagen, jede Handlung ist sozusagen selbst, ist selbst das, jede Handlung, ja, das ist ja auch, das Absolute ist ja auch jede Handlung, jeder Gedanke, jedes Gefühl. Das gehört ja alles dazu. Ja, alles ist das.
Auch wenn ich was tue. So. Aber das hat nicht als kausales Ergebnis irgendein Erwachen gebracht oder eine Transzendenz gebracht. Aber trotzdem war es wichtig, weil es ja geschehen ist. So, das ist unheimlich, ich kann das schwer in Worte fassen. So. Es ist auf der einen Seite wichtig, weil es geschehen ist, aber es hat nicht kausal das gebracht, was ich mir erhofft hatte davon. Ja, man kann Sachen ja auch machen. Also bei mir, meine ich, wäre das so, ohne jetzt an Kausalität oder also an irgendwelche Folgen davon zu denken. Also ich frage mich, wer bin ich? Einfach, weil das Gefühl da ist, das steht jetzt an, das fühlt sich jetzt richtig an. Genau, fühlt sich gut an, genau. Und das ist ja auch so, deswegen habe ich mich ja Marionette genannt, weil ich dann ab dem Jahr 2000 eigentlich permanent erlebt habe, irgendwie, ich mache das gar nicht wirklich. Das passiert irgendwie durch mich. So, also irgendwie passiert das durch mich und ich habe ab und zu das Gefühl, ich könnte das beeinflussen, was geschieht, aber eigentlich kann ich das gar nicht. Ich habe dann immer so abends festgestellt auch, im Rückblick dann, Mensch, ich habe überhaupt nichts selber gemacht eigentlich. Ich hatte eigentlich gar keine Wahl. So. Und die Dinge passieren sowieso. Also das, was, wenn überhaupt hier in diesem Raum zeitlichen, man könnte sagen, alles und nichts ist wichtig. Ja, also jede kleine Sache ist wichtig. So, ich meine, dafür, dass ich jetzt, sagen wir mal, so relativen Frieden habe in meinem Leben und mich gut fühle, war alles wichtig. Auch einfach diese ganzen, wie lange ist es jetzt, 57 Jahre, jeden Morgen aufzustehen. Das war ja auch wichtig, so sozusagen. Das gehört auch dazu. Und so lange überlebt zu haben überhaupt. Ne? Also so könnte man sagen. Ne? Aber letztendlich ist es wahllos alles geschehen. Es ist einfach alles passiert. Und ich hatte immer, früher hatte ich verstärkt das Gefühl, ich habe eine Wahl oder ich steuere das. Ich habe eine Kontrolle. Ich mache irgendwas. Und jetzt ist es immer mehr so das Erleben direkt, dass da überhaupt keine Kontrolle besteht. Es gibt eigentlich keine Kontrolle. Das fühlt sich dann immer so an und das Denken ist dann immer so informiert irgendwie, machen wir bald wieder was und was machen wir denn und so. Dann denke ich mir so, und so mache ich das und dann mache ich es ein paar Sekunden später genau anders. Zum Beispiel, ja, ich erlebe das also immer krasser, so dass das, was passiert und das, was an Gedanken gleichzeitig begleitend oder vorbereitend scheinbar da ist, dass das eigentlich gar nichts miteinander zu tun hat. Fühlt sich nur so ähnlich an, ist aber in Wahrheit so eine ganz andere Ebene und hat mit dem, was hier wirklich passiert, nichts zu tun. Also hat was scheinbar zu tun, aber nur gefühlt, so, aber nicht wirklich. Ja, vielleicht hat jemand anders auch wieder noch Fragen. Ja, sonst könnte ich dich auch fragen oder die Praxis beschreiben, die im Moment bei mir so abläuft. Ich weiß auch nicht, vielleicht würde ich eine Bestätigung, vielleicht aber auch irgendwo einen Tipp dazu oder so. Also im Moment ist es so, dass ich mich irgendwie auf meine Wahrnehmungen konzentriere, also mit geschlossenen Augen oder überhaupt einfach alles, alle Wahrnehmungen. Und dann ist da irgendwie der Impuls, die Aufmerksamkeit dahin zu lenken, was macht alle diese Wahrnehmungen möglich? Und ja, ich weiß auch nicht, das ist einfach so zu mir gekommen und empfinde ich, also allein sich nur auf die Wahrnehmungen zu konzentrieren oder auszurichten, ist irgendwie schon hilfreich, weil dann ist schon wie eine Disidentifikation damit und dann auf das quasi Höhere oder Höchste oder Wesentliche, wie immer man das nennen will, eben, was macht das überhaupt möglich? Ja, das ist sehr schön beschrieben, wie Selbsterforschung funktioniert. Ja, genau das ist Selbsterforschung.
Durch den Vorgang des bewussten Wahrnehmens wird erstmal diese Subjekt-Objekt-Beziehung scheinbar gestärkt. So. Man wird ganz bewusst zum Wahrnehmer, zum Zeugen von einem Sinneseindruck zum Beispiel. So. Und in dem Moment, wo ich dann vom Sinneseindruck erstmal, wie du es gesagt hast, die Desidentifikation passiert schon dadurch, dass ich eben erlebe, dass ich nicht das Objekt der Wahrnehmung bin, sondern ich bin der Wahrnehmende. So ganz bewusst so. Und in dem Moment, wo ich dann die Aufmerksamkeit von dem Objekt auf den, der wahrnimmt, selber richte, ist es so also ein bisschen so, als würde man versuchen, sich ohne Spiegel selber zu sehen. So ein bisschen. Ja, ist ein bisschen schwierig so. Aber man kann ganz bewusst dieses reine Wahrnehmen erleben. Und dieses reine Wahrnehmen, das ist ja auch so ein, das hat so eine Qualität. Ja, das hat so ein, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. So eine, ich erlebe das so als so eine reine Wärme oder sowas. So, ja, so eine Art Wärme so. Ja, dieses Gefühl des, dieses schlichte Gefühl des Seins. Dieses, ja, das ist ja ganz klar fühlbar. Und dann fühlt man das so, man sieht es nicht direkt, man nimmt es nicht selber wahr, weil man kann sich ja so nicht sehen, ja, aber du bist es ja in dem Moment, durch die Wahrnehmung wirst du ja zu dem Zeugen. Beziehungsweise du bist schon der Zeuge, aber in dem Moment bist du es auch bewusst. Also, ja, du bist schon der ewige Zeuge, der bist du ja immer, aber dadurch, dass du das ganz bewusst anschaust und dich selber auch anschaust, du schaust ja erst nach außen und dann schaust du den an, versuchst den anzuschauen, der selber das der anschaut, ja, also das Auge versucht sich selber zu sehen. So, das geht natürlich nur bis zu einem gewissen Umfang. Ja, weil es ist schon von dieser, von dem Bild her, das ist ja schon klar, dass man ohne Hilfsmittel, ohne einen Spiegel, kann man das nicht sehen, kann man sich selber gar nicht sehen. So. In diesem, wenn man da jetzt einfach mal so bei Subjekt-Objekt bleibt. So. Das ist aber nur diese duale Betrachtungsweise. So, und wenn ich das einfach mache, wenn das immer mehr so zu meinem Erleben wird, dieses reine Wahrnehmen, ja, dann kann es irgendwann dazu kommen, dass das zusammenbricht. Subjekt, Objekt irgendwie nicht mehr existiert. Das ist auch nicht eine Einheit oder so. Das ist dann einfach so, was es ist. Es ist einfach, was es ist. So, ja, ohne dass es irgendwas wäre. Ja, und du bist da, in dem Ganzen bist du weder das eine Teil noch das andere. So. Ja, das wäre dieses reine Gewahren an sich, ohne Subjekt-Objekt. Ja, das ist das Eigentliche. So. Das ist das Eigentliche. Und in dem Moment, wo ich mich identifiziere, auch wenn es diese Identifikation mit dem Wahrnehmenden ist, da kommt dann die Trennung ins Spiel. So. Aber das ist total, ich habe das auch früher ganz häufig erlebt und auch gemacht, immer wieder, mir hat das auch lange Zeit so ein gutes Gefühl gegeben, so einfach nur diese Frage zu stellen, wer bin ich? Das hat schon allein schon fast eine Ekstase ausgelöst, könnte man sagen. So. Das hat mir ganz wohlige Gefühle gegeben, wer bin ich? Einfach nur dieses, wer bin ich? So, zack, und Augen geschlossen, wer bin ich? Und einfach klingen lassen. Klingen lassen, klingen lassen. Nichts machen. Wer bin ich? Nichts machen. Nichts machen, nichts machen. Wer bin ich? So. Immer wieder so, ne? Und das ist eine wunderbare Sache. Das ist eigentlich, man kann es Methode nennen, aber eigentlich ist es eher so eine, eigentlich ist es eher eine Antimethode, weil es, wenn das eine Weile gemacht wird, dann löst das alle anderen Ideen auf, dass man da irgendwas mit einer Technik machen könnte oder so. Und dann merkt man auch, dass dieses, wenn ich mich selber anschaue, dass es eigentlich keine Technik ist, sondern einfach nur ein Betrachten ist. Ja, ich mache ja eigentlich im Prinzip nichts Besonderes. Ich bin einfach da und richte die Aufmerksamkeit auf mich selbst, auf den, der gewahrt. Ja.
wobei das ja dann irgendwie ganz jenseits von was Persönlichem oder Person ist, weil du, also das ist ja kein der mehr dann, ne? Das ist ja dann, also bei mir gibt es dann so eine Ahnung von was Höherem, Unbeschreiblichen, Unfassbaren, Allumfassenden irgendwie in die Richtung. Da stört mich, wenn da, also manche Leute sagen ja auch, das ist dann das große Ich, aber das ist für mich schon, dann ist es, als wenn wir es damit schon einschränken oder irgendwie, ja, es ist einfach so unbeschreiblich, dass man es eigentlich am besten gar nicht beschreibt, finde ich. Genau, es ist auch nicht zu beschreiben. Das versuche ich ja auch immer wieder, das irgendwie im Satz dann zu verbalisieren, es ist nicht zu beschreiben. Jedes Wort, was ich da verwende, ist schon wieder, tut der Sache nicht gut, grenzt es ein. Aber ja, wie soll man drüber reden, ne? So, wenn man drüber redet? Ja, und das drüber reden hat ja auch seinen Reiz, weil das irgendwie, meine ich, als wenn das das näher bringt, obwohl es ja keine Kausalität da gibt, aber irgendwie ist es einfach anziehend, finde ich auf jeden Fall. Es hat alles seine Berechtigung, alles. Also das ist auch meine Erfahrung meines ganzen Lebens, ist eigentlich immer so, dass die, wenn für mich was wichtig war, dann habe ich immer so einen Hang dazu gehabt. Also ich habe immer so eine Anziehungskraft gehabt, die mich dahin geführt hat. Und das war eine Anziehungskraft der Lust, der Freude eigentlich. Also ich wurde immer, Dinge, die wirklich wichtig für mich waren, da habe ich einfach Spaß drauf, Lust drauf gehabt. Das wollte ich wirklich machen. Und dann habe ich das auch intensiv gemacht. So. Und alles spielt eine Rolle und gleichzeitig spielt nichts eine Rolle. Ja, das ist... Ja, es ist paradox, es ist so verrückt, ja, es ist so verrückt. Ich habe auch schon überlegt, wie man das irgendwie so in Worte fassen könnte, so, aber das ist so ein bisschen die Quadratur des Kreises immer. Aber ich habe immer das Gefühl, genau, ich will einen Kreis zeichnen und es doch nur, wird immer nur ein Quadrat irgendwie. Beziehungsweise andersrum, genau. Andersrum ist es ja. Könnte man sagen, was mir gerade dazu kommt, dass es einfach das Paradox ist, von dem wir immer reden, dass sowohl als auch, und wir denken, der Kopf denkt einfach in diese Ursache, in dieser Kausalität ständig. Ursache, Wirkung. Wenn ich das mache, kommt das. Aber so läuft es nicht. Es ist alles, geschieht gleichzeitig. Es ist alles drin. Es ist alles wahr. Gleichzeitig. Das kapiert dieser Kopf nicht. Genau, genau. Das Denken ist dual. Ja. Ja. Das Denken funktioniert nur logisch und Logik bedeutet Dualität. Und das ist genau der Punkt, es passt, die Non-Dualität, die eigentliche Non-Dualität, die passt einfach nicht in die Dualität hinein. Sondern es ist eigentlich eher so, dass die Dualität ein Teil der Non-Dualität ist, wenn man so will. Aber andersrum klappt es nicht. So, deswegen kriegen wir das Non-Duale, dieses, was du gesagt hast, beides. Man kann sagen, eigentlich alles ist gleichzeitig wahr und genauso ist alles gleichzeitig nicht wahr. So. Ja, also es ist, oder du bist alles und nichts zugleich. Ja, du bist immer so, sowohl als auch. Ja, deswegen gibt es ja im Zen-Buddhismus die Koans zum Beispiel. Ja, das sind paradoxe Aufgaben, die man nicht logisch lösen kann. Die werden vergeben, damit der Verstand was zu tun hat. Wie so ein Hund, der einen Knochen kaut sozusagen. Kriegt man dann so eine Aufgabe, so, das musst du jetzt lösen, so, ja, und das beschäftigt den Verstand und lenkt ihn ab, sozusagen, lenkt ihn, man könnte sagen, vom Herzen ab, so, dass man vielleicht anders gebaren kann oder anders meditieren kann, so, das ist so, Zen-Buddhismus kenne ich mich jetzt auch nicht hundertprozentig aus, ja, diese,
Ich finde nur diese Koans so klasse, weil genau diese Paradoxie bildet auch letztlich, ja, man könnte sagen, es ist die beste Abbildung der Wirklichkeit, ist die Paradoxie. Ja. Ja, oder der Verstand läuft sich tot dabei, diese Lösung zu finden im Kausalen. Gibt's nicht. Genau. Dieses sich totlaufen ist ein gutes Stichwort, weil ich habe es auch so erlebt, nach 34 Jahren habe ich irgendwann dann gesagt, so, ich weiß nicht mehr weiter. Am Ende, ich weiß auch nicht mehr weiter, habe ich dann zu Gott gesagt. Ich leg's dann, und dann war ich nach 34 Jahren, war ich in der Lage zu echter Hingabe. Es hat bei mir so lange gedauert, bis ich meinen letzten Wunsch nach Erleuchtung Gott in die Hände gelegt habe. Das hat 34 Jahre gedauert, bis ich das tun konnte. Ich habe das schon immer versucht davor. Was habe ich nicht alles gebetet früher immer? Ja, ich gebe mich dir hin, Gott, für immer und ewig, mit allem drum und dran. Und was habe ich nicht immer gebetet? Und ja, es waren leider, wie ich im Nachhinein weiß, waren es eben Lippenbekenntnisse. Es war nicht vollständig. Ich hatte immer noch so diese Präferenz. Ich wollte unbedingt erleuchtet sein. Ich wollte nicht mehr Ego sein. So. Ich wollte nicht mehr leiden und ich wollte was anderes. Ich habe mir immer gedacht, so kann das nicht sein. So darf die Welt nicht sein, dass man so viel Leid erfahren kann und muss. Und das kann nicht sein. Da stimmt was nicht. Ja, und das hat wirklich sehr, sehr lange gedauert. Und dabei hat sich mein Verstand und nicht nur mein Verstand, sondern mein ganzes Wesen sozusagen, dieser ganze Mensch, der hat sich sozusagen so wie so ein Akku entleert, sozusagen. Der hat sich richtig leer gesucht geradezu. Und dann am Ende war es dann wirklich so, dass ich zu echter Hingabe in der Lage war. Und in dem Moment war alles klar. So, es hat 34 Jahre brauchte diese lange Vorbereitung. Ich will jetzt niemanden entmutigen. Es kann auch schneller gehen. So. Also, ja, aber bei mir hat es echt so lange gedauert. Und es ist genau dieses Prinzip beim Koran ist auch, man muss dieses Koran lösen. Es gibt auch Druck vom Zen-Meister. Wenn man es nicht löst, kriegt man es mit einem Stock vielleicht oder so. Dann gibt es Ärger. Ja, und dann wird man immer wieder losgeschickt. Jedes Mal nach der wöchentlichen Session beim Meister heißt es wieder, nee, komm nächste Woche wieder. Ja, und dann wird man immer wieder. Ja? Und das macht man dann so lange, bis man nicht mehr kann. So. Das ist, was ich erlebt habe, und das habe ich auch bei anderen Stories mitgekriegt, bei anderen Lehrern auch. Scheinbar ist das der Weg, dass man sich da erschöpft. Aber da kann ich nur empfehlen, dann macht das, was euch auch Spaß macht. Also zieht euch nicht was rein, was keinen Spaß macht. Dann wirklich sich eine Sache aussuchen, die Spaß macht. Es gibt so viele verschiedene Wege, so viele Möglichkeiten. Man muss nicht einen bestimmten Weg gehen. Es gibt keinen Weg, der besser oder schlechter wäre als irgendein anderer Weg. Ja, aber die, wie ich das sehe, sind die Wege verschieden. Also ich bin auch so ein nasser Lumpen, der einfach nicht Feuer fängt. Und ich kenne Leute, die haben sofort Feuer gefangen und dann hat es sofort gebrannt, lichterloh. Aber es ist nicht vergleichbar. Und was du von dir geschildert hast zu Anfang, das hat mich sehr interessiert. Das klingt nach einem Prozess des Erwachens. Da gibt es auch verschiedene Ansichten und ich empfinde das für mich, es ist ein langer, langer Prozess, der wahrscheinlich nie aufhört, bis zum letzten Atemzug. Und bei manchen macht es puff und es ist dauerhaft, ja. Und sich da nicht zu vergleichen und ungeduldig zu werden, da war jetzt gerade noch so ein Gedanke, wo du vielleicht eine Antwort drauf weißt. Also bei mir ist auch dieser Wunsch weggefallen, scheint es so, zu erwachen.
und dann nicht in so eine Art Gleichgültigkeit zu verfallen. Mir ist alles egal. Also Gleichgültigkeit ist ja positiv eigentlich, ja. Es ist, gilt alles gleich. Ich meine sowas wie, es ist ja wurscht, ja. Ist ja alles wurscht. Sondern, ja. Kannst du damit was anfangen? Kannst du damit, ja. Kommt da was bei dir? Ja, ja. Also erstmal, was du zum Anfang gesagt hast, dieses Vergleichen ist äußerst schwierig, weil wir ja nicht wissen, was im vergangenen Leben zum Beispiel bei dem anderen Menschen vorgegangen ist. Und wir wissen auch nicht, was in den vergangenen Jahrzehnten, was der schon durchmachen musste und so. Wenn man jetzt jemanden kennt, selten kennt man die Menschen gut genug, dass man da so einen wirklichen halbwegs objektiven Eindruck kriegen könnte. Und das kann sehr täuschen. Und außerdem, also nach dem, was ich so bisher mitgekriegt habe, ist es eher so, dass so spontanes, schnelles Erwachen, vollständiges, schnelles Erwachen, so wie das Ramana auch erlebt hat, bei dem ging es ja sehr schnell, das ist sehr, sehr selten sowas. Oder so Peng, also ne, der wusste ja gar nichts von Erleuchtung, da als er 16 war. Für mich ist das ein ganz klarer Fall von Reinkarnation bei Ramana Maharshi. Der hat in einem vergangenen Leben sozusagen da schon viel vorbereitet, oder wurde da schon vorbereitet sozusagen auf die Erleuchtung, wenn man so will, oder hat sich selber vorbereitet durch irgendwas, wer weiß was, was er gemacht hat. Und dann ist dieser Prozess aber durch den physischen Tod unterbrochen worden, also er ist dann einfach gestorben in dem vergangenen Leben und kam dann als Ramana Maharshi wieder und dann ist es in der Jugend, war denn dieser letzte Rest noch, diese 2 Jahre davon, als er 14 bis 16, sagen wir mal so mit 14 ist, kann man sagen, voll ausgebildetes Ego vielleicht da zum ersten Mal so richtig, so da war er noch 2 Jahre Ego und dann alles klar. Ja. Das ist das Ergebnis von wahrscheinlich vielen Vorexistenzen gewesen, dass das so schnell gehen konnte. So, und das ist, glaube ich, sehr selten, dass das so, so schnell geht. So. Und das ist auch, was ich ja schon erwähnt hatte, die Gefahr ist immer sehr groß, dass man dass man sich da Dinge irgendwie einbildet oder einredet oder das falsch einschätzt. Das ist sehr, sehr schwer. Und dafür sind auch spirituelle Lehrer dann gut, die einen begleiten können. Und da dann helfen können. Und so. Ich hatte so ein bisschen das Problem, dass mein Guru zwar der beste Guru der Welt war, für mich, aber er war eben in Indien, als er noch lebte. Und als er dann 2011 gestorben ist, war er ganz weg, physisch sozusagen. Dann konnte ich ihn nicht mehr fragen, selbst wenn ich es gewollt hätte. Und das Einzige, was ich immer hatte, war der innere Kontakt. Aber manchmal, wenn man so, man kann sich, dieser innere Kontakt, der kann eben auch sehr leicht so durch Illusionsgedanken korrumpiert werden. Also das habe ich auch schon ein paar Mal erlebt, dass ich dann so dachte, ach, das hat er doch, hat bestimmt der Guru so, der, das ist doch bestimmt so jetzt, der sieht das doch auch so oder so. Das hatte ich das Gefühl, der wird mir das sagen, aber das war vielleicht eine Täuschung. Ja, also man kann sich da in Gedanken, deswegen ist ein äußerer Lehrer auch manchmal ganz gut, der dann klipp und klar sagen kann, also ich sehe dich da noch nicht oder so. Ja, wenn jetzt jemand kommt, so und so, bin ich jetzt erleuchtet oder was ist hier los? Ich kann das nicht einordnen, ja. Dann sagt der physisch anwesende Lehrer, sagt dann ja, nee oder so, eher nicht oder wie auch immer, ja. Also, was war das zweite, der zweite Teil nochmal, was du danach gesagt hattest mit dem? Vergessen, es erinnert mich nur die Geschichte von Ramana Maharshi. Also Osho hat dasselbe über sich auch berichtet, dass ihm eigentlich auch nur wenige Tage fehlten und dass er dann vergiftet wurde. Deswegen hatte er auch so eine plötzliche Erleuchtung, die dann dauerhaft war. Ja. Wir haben halt als Osho-Schüler, wir haben uns dauernd verglichen mit diesem, wir dachten, wir müssten so werden. Ne? Das ist auch diese Falle. Und er hat uns ja auch zu lebenden Meistern geschickt. Wenn er nicht mehr ist im Körper, dass wir zu lebenden Meistern gehen, das ist bei mir auch passiert. Das ist sehr wichtig, finde ich.
war für mich sehr wichtig oder ist noch. Ja, dieses Wegfallen dieses Wunsches, erleuchtet zu werden oder zu erwachen, dass man da nicht in so eine Gleichgültigkeit reinfällt. Es ist ja alles schon Paletti und nichts zu tun. Und richtig, das wird ja. Und ja, dieser stimmt Wunsch, und stimmt nicht. dieser Wunsch nach Leid- oder Schmerzfreiheit, ne? Sagen wir mal jetzt so. Ja, genau. Dieser Wunsch, der ist ja auch, also ich habe den immer im Herzen lokalisiert. So, nicht in dem spirituellen Herzen, sondern mehr in dem emotionalen Herzen. Also in dem ganzen, in dem kleinen menschlichen Herz sozusagen, was immer so ein bisschen bang auch vielleicht ist, ein bisschen ängstlich manchmal. So, da ist eigentlich immer dieser Wunsch gewesen nach Leidfreiheit, ja. Und ich habe jahrelang geglaubt, plötzlich, ich habe den Wunsch nicht mehr. Ja. Und der doch war er noch da. Also das ist, weil, also ich will das nicht, will ich das nicht übertragen auf dich. Ja? Also, okay. Bei mir war das so, dass ich mich da getäuscht habe. So. Man kann sich da sehr leicht täuschen. Der Wunsch ist vielleicht immer noch da, aber irgendwie nehme ich ihn nicht mehr so intensiv wahr. Vielleicht ist er auch schwächer geworden. Ja? Mhm. Wenn der Wunsch wirklich weg ist, dann ist es eigentlich, ja, dann ist es eigentlich, wie soll man das ausdrücken? Also wenn das der letzte Wunsch ist, und davon gehe ich aus, ja, wenn der Wunsch nach Erleuchtung, es ist ja so, die nicht der, es ist der oberste Wunsch, es ist einfach der oberste und du hast recht, der ist vielleicht nur schwächer geworden. Ja. Und doch also, nicht, und doch nicht. Paradox. Ja. Ja, er ist einfach da, genau. Es fängt ja so an, früher hatte ich alle möglichen Wünsche und wusste von Erleuchtung noch nichts. So, und dann habe ich eines Tages diese Erfahrung gemacht, habe diesen Guru getroffen und ab da wusste ich, was Erleuchtung ist im Prinzip. Nur, dass sie so kurz nur da war bei mir, so ein paar Sekunden irgendwie. Und dann war ich wieder das alte Ego, ja. Und ab diesem Zeitpunkt hatte ich aber nur noch einen wirklichen Wunsch. Neben den weltlichen, kurzzeitigen, dass man mal eine Freundin haben will oder dass man mal was Schönes sich anschaffen will oder so. Diese Wünsche hatte ich schon noch, danach auch noch. Aber die waren kraftlos. Die hatten keine Bedeutung mehr. Der eigentliche Wunsch, der wirkliche Herzenswunsch war immer nur, dass dieses, was ich da kurz kennenlernen durfte, dass das quasi für immer sich meiner bemächtigt, dass, ja, dass also diese Freiheit vom Ego da ist, dieses reine Sein, ohne irgendwas zu sein, sozusagen, ohne was Spezielles zu sein, so, ja, dieser Zustand, der war ja nur kurz da und dann war er weg. Und dann habe ich 34 Jahre lang danach gesucht. Das ist, sich dauerhaft irgendwie manifestiert auf irgendeine Weise. So, wenn dieser Wunsch, als der Wunsch zum, das war im Grunde so, wie soll ich das ausdrücken? Das war. Nee, das ist total, was du sagst, ist total berührt, weil das ist dieser eine Moment, wo du es gesehen, empfunden oder warst einfach, dass der schon genügt, das immer wieder zu ersehnen. Wenn du es einmal geschaut hast, oder ja, es gibt kein Wort dafür, kein Verb richtig dafür, dass es, wie du sagtest, dauerhaft sein möge. Ja. Das Verrückte ist ja, dass es in dem Moment, wo das quasi zeitweilig erscheint, sieht es aus wie eine Erfahrung. Das täuscht aber. Es ist ja auch die Initiationserfahrung oder wenn man zum ersten Mal so das erlebt, wer man wirklich ist, dann ist das tatsächlich eine Erfahrung in dem Moment. Aber diese Erfahrung deutet aber auf etwas hin, was jenseits aller Erfahrung ist, was vor dem Erfahrungsraum sozusagen ist. Ja, das bist du ja jetzt schon. Du bist es schon immer, so vor Raum und Zeit. Bevor überhaupt Raum und Zeit existieren, bist du bereits.
So. Ja, wie das Bild, du hast vorhin von einem Schleier oder einem Tuch gesprochen, das ist wie wenn kurz dieses Tuch weggezogen war. Genau, und das, so, als Bild. Das reicht aus, um den alle anderen Wünsche quasi zu vernichten, sozusagen, also im Sinne von, dass sie wichtig wären, und lässt dann diesen einen Wunsch über nach Erleuchtung. Und wenn der dann wirklich mal losgelassen ist, dann ist das eigentlich gleichbedeutend mit Erlösung oder so. Das ist eigentlich nicht mehr anders dann. Das kann gar nicht mehr anders sein, weil in dem Moment, wo das echt ist, wo wirklich kein Wunsch, da bist du ja wunschlos. Ja? Und wenn die Wunschlosigkeit wirklich da ist, in dem Moment bist du vollkommen frei von allem, weil du hast ja keine Wünsche mehr. So. Und was da helfen kann, ist eben, also ich kann nur sagen, bei mir hat sich wirklich ganz langsam alles so als ein, wie du auch vorhin gesagt hast, ich habe es auch als einen Erwachungsprozess, erlebe ich es auch immer noch, es geht immer weiter. Ja, also das Bewusstsein erweitert sich immer mehr, immer weiter, das hat nie ein Ende letztlich. Das ist, was mir kommt, ist, dass dieser Wunsch eigentlich wieder die Barriere ist und das verhindert, ne? Wie so oft. Dieser Wunsch oder das Wollen ist das Hindernis. Aber wie, es kann nur wegfallen. Ich kann es nicht machen, ich kann es nicht wegtun. Es kann nur wegfallen. Ja. Also alles Gnade, was man so Gnade nennt. Ja. Ja. Also wenn das so langsam, bei mir war es dann so, was geholfen hat, war, dass dadurch, dass langsam immer mehr oder immer weniger Ego da war, war schon immer mehr Frieden auch da. Und dadurch wurde der Wunsch immer schwächer und schwächer. So. Und es war immer mehr so ein Ergründen von, es ist ja schon gut, wie es ist. Es wurde immer mehr bestätigt. Es ist tatsächlich schon so. Es ist jetzt schon so gut. So, richtig, so ist es. So jetzt. Perfekt. So. Und das ist so ein ganz langsamer Prozess gewesen. Ja. Und dann am Ende ist es dann nur noch so ein Fingerschnippen letztlich. So ein letztes. Und das ist dann die Gnade Gottes sozusagen. Dass mir das dann genommen wurde. Ich habe das dann, habe diesen Wunsch dann an dem Nachmittag oder ja, an dem Nachmittag. Vor diesem Shivaratri-Fest habe ich das, habe ich den Wunsch in Gottes Hand gelegt und am nächsten Morgen war der Wunsch erfüllt, sozusagen. Ja, also es ist wirklich verrückt. Ich habe so eine verrückte Story. Ich weiß nicht, ob ich die mal aufschreiben soll, aber ich will das auch nicht, dass das immer verglichen wird dann. Das ist ja auch so eine Sache. Ja, das ist die Falle, finde ich. Das ist die Falle. Also ich habe wirklich so eine verrückte Story, die ist so crazy, die im Grunde ist die so klassisch, wie in den Veden. Also das ist bekannt in Indien, dass es so diese 12-Jahres-Zyklen gibt. Es gibt Wege, die sind 12 Jahre lang mit einem Meister. Es gibt Wege, die sind 36 Jahre lang, 48 Jahre. Da gibt es alles Mögliche. Und bei den Indern, die beschreiben das in 12-Jahres-Zyklen. Und ich gehe genau diesen Weg. Bei mir sind es vermutlich 36 Jahre, wobei irgendwie durch die Gnade Gottes ist es jetzt 34 Jahre und keine Ahnung. Aber wer weiß, was in 2 Jahren noch passiert? Keine Ahnung. Ja, also das ist wirklich so verrückt und das fing wirklich, es ist in den Veden, die Beschreibung ist in den Veden zu finden, wie das funktioniert hat mit Initiation. Man wird sozusagen von der Macht der Erkenntnis, von der Macht der kurzzeitigen Selbsterkenntnis geblendet, sodass einem die 10.000 Dinge dieser Welt nichts mehr bedeuten. So ähnlich habe ich das mal gefunden. Das ist irgendwie so eine Vedenpassage. Ich habe es jetzt frei dargestellt. Also im Kontext, im Prinzip war es das. Ja, also man ist von der Wahrheit so geblendet, dass man mit der Welt nichts mehr anfangen kann. Und dann hat man gar keine andere Wahl mehr, als sich damit zu beschäftigen. Und das braucht man dann auch. Diese Entschlossenheit, damit man auf dem, also ich hätte ja auch sagen können zwischendurch, boah, das hat keinen Zweck, das dauert mir zu lange oder
Aber es nützt dann nichts. Es nützt nichts. Ich kann dann, was mache ich denn dann? Dann verleugne ich meine Sehnsucht danach. Dann sage ich mir, vielleicht rede ich mir dann ein, das braucht kein Mensch in Wahrheit. Selbsterkenntnis, wer braucht das schon? So. Aber der Wunsch bleibt ja da. Ja, ich werde wieder davon angezogen irgendwann. Es kommt irgendwann wieder. Ja, und da gibt es kein Entrinnen mehr. Aber die Story bedeutet überhaupt nichts. Ja, es bedeutet nur, was du bist. Und das sind ja alle, da ist jeder genau gleich. Jeder ist das. Ja, das ist ja das, was jeder Lehrer eigentlich letztlich sagt. Aber es nützt dir nichts, wenn du es nicht selber auch weißt für dich. So. Und dieses Wissen ist aber kein Wissen, der entscheidende Punkt ist, dass das kein Kopfwissen ist. Es ist nichts, was der Verstand verstehen könnte. Es ist mehr so ein dabei belassen, dass man quasi das Herz ist oder dass man die Stille ist. Man belässt es dabei. Man ist einfach das, man ist bereits das. Man ist Bewusstsein. Wenn ihr mal schaut, wenn ihr euch erinnert, wenn ihr euch zurückerinnert, ihr habt in eurem ganzen Leben, habt ihr nur euch als Bewusstsein erlebt. Immer. Ihr habt jede Erinnerung, die ihr habt, ja, die ist an Bewusstsein gekoppelt. Ja. Ihr seid Bewusstsein, immer gewesen. Das war auch, wenn man jetzt mal von diesen Wach- und Schlafphasen absieht, war das auch nie unterbrochen. Ja, scheinbar wird es durch Wach- und Schlafphasen unterbrochen, aber in Wahrheit ist es nicht unterbrochen. Dieses Bewusstsein wart ihr schon immer. Immer und immer. Und es gibt überhaupt keine Erinnerung, die da rausfallen würde. Ja, bedanke mich sehr. Ja. Schön, mit euch hier zu sein. Ja, danke schön. Gut, dann sind wir jetzt.